Hallo Leute und willkommen hier bei einer neuen Ausgabe vom Cecos Backstube. Wir haben hier heute mal wieder Pizza und zwar gibt es heute Kirschpizza. Ich habe hier nicht nur Kirschen oben drauf, sondern natürlich auch wieder Kirschen innen drin. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Für den Teig der Kirschpizza brauchen wir wieder die üblichen Zutaten. Wir fangen hier an mit dem Mehl, 1 Kilogramm. Dann mal das Salz, den Kirschsaft, 1,5 Liter hier. Die Hefe und noch etwas Olivenöl. Ich nehme hier 4 Esslöffel. Nun den Knethaken hinein und das Ganze vermixen lassen. Der Teig ist fertig. Man sieht schon, er löst sich hier sehr schön. Der Haken ist fast sauber. Auch an der Schüssel bleibt nichts haften. Wie man sieht, nur der Rand oben etwas. Wir geben ihn nun in eine Schüssel und lassen ihn etwas aufgehen. Noch einen Deckel drauf zum Abdecken und fertig ist der Teig. Wir haben hier jetzt den Kirschteig. Man sieht schon, der ist gut aufgegangen. Die Schüssel war fast etwas zu klein. Ich werde den Teig mal hier so wegschaben. Der ist schön rot, wie der Kirschsaft das auch war. Das war ja zu erwarten. Ich entnehme den hier nun mal und werde daraus meine Pizza machen. Einfach hier etwas Teig nehmen, dann etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben und die Pizza dann ausrollen. Man kann hier noch ein Nudelholz zur Hilfe nehmen, noch etwas Mehl vielleicht. Und der Kirschteig ist ausgerollt. Ich gebe das Ganze hier mal auf ein Brett, damit ich das auch in den Ofen bekomme nachher. Wir backen sie im Holzofen. Tomatensauce haben wir hier. Auf die Kirschpizza müssen natürlich Kirschen drauf. Ich habe hier schon mal ein paar abgewaschen. Ich habe hier so einen Kirschensteiner. Einfach rein, zack, und der Kern ist draußen. Ich werde diese noch halbieren, damit sie dann nicht runterrollen. Und lege sie dann mal schön auf die Pizza. Ich werde diese nun mal belegen. Das sind hier erstmal genug Kirschen. Nun kommt etwas Käse oben drauf. So. Und die Pizza ist backfertig. Die Pizza ist schön durchgebacken, hat eine schöne Farbe, auch der Rand ist schön aufgegangen. Holzofen sei Dank, sage ich dann nur, da klappt das immer ganz gut. Und wir schneiden sie auch gleich mehr an. Ich mache hier mal ein Stückchen, damit ich auch eine Kirsche vorne drauf habe. Die sind natürlich immer sehr heiß, sowas speichert immer die Wärme, aber machen sich auf der Pizza ganz gut. Ähnlich wie bei Ananas sind ja auch oft Kirschen auf einer Pizza Hawaii mit drauf, in der Ananas drin. Also von dem her ist das als Pizzabelag immer gut geeignet. Der Teig ist hier auch noch etwas rot, der Kirschsaft hat ihn ja etwas eingefärbt. Kann ich also auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr mal eine fruchtige Alternative wollt. Ich hoffe nur, euch hat es gefallen. Ich verlinke euch am Ende mal noch 2 andere Videos und dann bis zum nächsten Mal.